Yo YouTube, was geht ab? Wir sind's wieder, Plazy für euch am Start hier in Minecraft zur nächsten Folge. Und ja, in der letzten Folge haben wir ein bisschen am Haus weitergebaut und uns auch so ein paar Fragen gestellt. Ja, was bauen wir denn nun? Wie bauen wir das? Wie bauen wir das hier? Aber im Grunde genommen war es ja ganz gut. Wir sind ja mit dem Dach hier, oder ich bin mit dem Dach weit vorangekommen und Jürgen hat angefangen, Felder zu bauen. Und ja. Ja, ich bin jetzt auch gerade dabei, die letzten Samen zu setzen. So, ja. Das Getreidefeld ist fertig. Ich bin soweit auch fertig mit dem Dach. Ich baue hier gerade schon dieses Dreckgerüst ab. Ich komme mal zu dir hoch. Vielleicht kannst du uns ja einiges über dein Dach erzählen. Oh, das ist ja schon. Aber, okay, ja. Ich komme mal lieber von unten nach oben. Dann sehe ich vielleicht ein Was heißt bisschen von mehr unten nach oben? über die Treppe. Ach so. Ach nee, jetzt bist du Hallo. draußen. Hi. Ja, ich war die ganze Zeit schon draußen. Ach so, hab dich gar nicht gesehen. Ich war auf der anderen Seite vom Dach und habe da halt dieses Gerüst hier außen abgebaut. Ach so. Okay. Ja, durch den Shader Mod sieht man halt die Namen nicht so. Also wenn da was dazwischen liegt, dann sind die Namen so gut wie unsichtbar. Aber das sind sie sonst eigentlich auch immer. Nee, nicht unbedingt. Manchmal sieht man die ja auch schon. So, wenn du jetzt ganz unten beim Bedrock wärst, dann könnte man die auch so ganz leicht durchschimmern sehen. Ohne Shader. Okay. Aber erzähl mal was über dein Dach. Was heißt, also erzähl mal was über dein Dach, kannst ja mal mit raufkommen hier. Ja. Von hier aus hat man einen schicken Ausblick da unten aufs Dorf. Jetzt geht gerade die Sonne da hinten unter. Oh ja. Ansonsten kann man hier nur über unseren Teil hier, also hinter unserem Gehöft sehen. Jetzt, wo der Mond so schön scheint, sieht man das auch gerade ganz gut. Ja, eigentlich wollten wir hier so einen Turm bauen, aber da weiß ich nicht mehr, wie sinnvoll das ist und wie sich das gestaltet hätte so. Ansonsten eigentlich bin ich so am Überlegen, wie das hier mit diesen Erkerfenstern geworden ist. Ich weiß nicht, wie findest du das? Sieht das gut aus? Hier, diese. Das müsste man Also vielleicht es mal ist sich. halt hat. Ja, was halt nur so ein bisschen komisch ist, ist halt, dass da Dach ist und dann kommst du hier so hoch. Ich hätte halt gedacht, dass du diese Wand hier von diesen Pfosten hier zu dem Pfosten einfach genauso hoch machst wie dein Fenster. So dass da eine richtig schöne Kante entsteht. Dieser Zwischenraum hier, dass der geschlossen ist. Genau, dann haben wir auch von innen mehr Platz. So wäre es auch eine Möglichkeit. Warte, ich baue das mal um. Weil das sieht irgendwie komisch aus hier mit dieser Schräge und Ja, ich die. finde auch, dass es komisch aussieht. Deshalb. So, jetzt habe ich. Ja, wenn das jetzt zugeht. Oh, da unten ist eine Hexe. Ja, die tauchen jetzt immer öfter auf. Ich habe eben so überlegt, ich setze mal diese Laterne hier unten anders. Die gefallen mir nicht so, weil ich habe damit jetzt was Besseres vor. Ich meine, es soll ja schön aussehen. So, also das mit dem Platz innen, das ist auf jeden Fall schon mal keine Lüge. Da haben wir eindeutig mehr. Ich will nur noch mal gucken. Ich habe das jetzt nur so von innen halt verändert. Jetzt gucke ich noch mal außen, wie ich da das Dach dann machen kann. Ja. Oh, scheiß Skelett. Das schießt mich ab. Und da kommt ein Zombie mit einer Schaufel.
Oh! Fuck! Kann ich rennen? Ah. Ich muss mir mal erstmal wieder was zu fressen holen. Was haben wir hier denn Schönes? Schöne Ofenkartoffel. Fehlt jetzt nur noch der Quark, also Kräuterquark oder Sourcreme. Jetzt habe ich Hunger auf mehr. Och Mann, ne scheiß Skelett. Lass mich doch da weiterbauen, du Blödkopf. So, jetzt hat sich das Dach nochmal verändert. Ja. Was wir uns nur noch überlegen müssen, wie dann das Treppenhaus gestaltet wird. Ja, das soll da ja anders sein, als es jetzt ist. Das wollten wir ja mit diesem Turm machen. Nur da ist natürlich Naja, noch die man kann da Frage, wie ja wir das. innen immer noch so eine Art Treppenhaus machen. Weil ich habe da mal vielleicht eine Idee. Mit Holzstufen oder Oh, Stein? ich wurde von einem Skelett erschossen. Oh Mit ja. Steinstufen. Ne, mit Holzstufen. Holzstufen. Oh. Ja, Aber dieses. Holzstufen habe ich. Doch, habe ich gefunden. Ich War habe diese. noch ganz viele Holzstufen, Ja, ich habe aber die liegen jetzt 21. gerade draußen. Wollen wir sonst schlafen gehen erstmal? Das dürfte mit dem Schlafen auch kein Problem sein, weil zu nah dürfen die Monster nicht herankommen. Nee, bei mir. Ich kann nicht schlafen. Scheiße. Ja, dann machen wir erstmal durch, dann kümmern wir uns um das Weil Treppenhaus. hinten im Garten steht ein Zombie bei mir. Weil da eine Lücke im Zaun ist. Ach so, ja, weil ich da Wasser geholt habe. Scheiße, Entschuldigung. Da steht ein Ja. Zombie mit einer Schaufel. Mist. Oh ne, da ist dieses Skelett wieder. Verpiss dich. Ha, ausgetrickst. Ich bin jetzt am Überlegen, wie ich die Treppe machen soll. Also finde ich die jetzt nicht ganz so geil. Da ist ein Creeper in unserem Garten. Ja. Solange der uns jetzt hier nicht das Haus in die Luft jagt, soll er das ruhig machen. Soll er da ruhig campen. Hab wieder umgelegt. Perfekt. Wäre aber auch fast explodiert. Ich war schon kurz davor, mir eine Erklärung auszudenken, wieso jetzt die Hälfte vom Haus weg ist. Das wäre aber nicht so schön gewesen. Nee, das sehe ich aber auch so. Ja, muss ich mal angucken, ob dir das so gefällt. Irgendwie können sich da die Geister scheiden über das Treppenhaus.
Das Haus ist richtig, das sieht, also wenn du da so davor stehst, sieht das richtig groß aus. Ja, komm mal rein. Komm mal rein. Was man durchaus machen könnte, ich setze das sofort, wie ich das gemacht habe, und mache dann so eine Wendeltreppe. Weil hier ist ja Wow. jetzt das. Wie? Wow. Ich habe mich nur erschrocken, weil du da direkt vor mir warst. Ja, doch, nö, die mit der an der Treppe habe ich nichts Hast du auszusetzen. noch mehr rohes Holz? Nope. Das habe ich alles umgebaut. Das ist doof. Da muss ich da gleich in den gefährlichen Wald. Vielleicht, obwohl. Doch, ich mach mir lieber eine Axt, dann geht das schneller. Wird sowieso gleich Tag. Ich baue dann mal diese alte Treppe hier weg. Ja, ist gut. Dann kann hier vorne auch die Fähne. Okay, wo sind meine Fackeln? Was hab ich die alle ver. Hast du meine Fackel? Ja, ich habe noch ein paar. Danke. Oh, da ist ein Creeper. Jetzt aber schnell weg hier. Hauptsache nicht zum Grundstück jagen. Wie kann man eigentlich auch Items reparieren irgendwie? Ging das nicht irgendwie mit dem Amboss oder sowas? War das nicht, dass man den mit dem Amboss umbenennen konnte? Hm, kann auch Obwohl, kann sein. aber auch sein, irgendwie Schwerter oder sowas, so Eisenschwerter kann man auf jeden Fall, so Eisen, Gold und Diamantsachen kann man, glaube ich, aufwerten wieder. Ich weiß nicht, ob das irgendwie mit dem XP geht oder ob du denen dann ein bisschen Eisen dahin reichen musst für ein Eisenschwert. Ah ne, weil ich habe nur von diesem Aber bei Steinsachen geht das, Skeletten. glaube ich, noch nicht. Ne, ich hatte von dem Skeletten Bogen bekommen und wollte irgendwie. Ein Bogen müsste auch gehen. Auf jeden Fall ist unten in der Truhe ganz viel. Also da sind ganz viele Pfeile. In welcher In der Waffentruhe. Essentruhe? Ach da, das ist die Waffentruhe, also. Also Werkzeugtruhe. Waffen nicht unbedingt, aber Werkzeugtruhe. Ja, der Keller muss irgendwann auch noch mal größer. Ja. Dann können wir da auch besser die Sachen so einlagern. Ich gehe mal ins Dorf und kümmere mich mal so ein bisschen um die Ernte. Aber fürs Erste hatte es ja gereicht. Der Keller. Hier unsere ganzen Viecher, die hier stehen. Oh, das Dorf sieht aber nach reicher Ernte aus. Wir waren lange nicht hier und alles ist gedeiht. Oder wie heißt das in der Vergangenheitsform? Keine Ahnung, ist auch egal. Ist geblüht, aufgeblüht. Keine Ahnung. Jeder bekommt ja so eine Haushälfte, ne? Ja, aber das. Ups. Oh, damned. Ja, fast verreckt. Oh, ich habe ein paar Dorf. Oh, die Hälfte der Dorfbewohner tummelt sich hier unten in so einer Höhle. Ich könnte vielleicht mal eine Rettungsaktion gebrauchen, weil ich hier echt blöd in so eine Höhle gefallen bin. Ob ich dir da helfen kann. Ich muss mir die Treppe noch ein bisschen anders überlegen, die gefällt mir jetzt nicht ganz. Aber dann komme ich mal schnell zu dir. Hier unten ist auch viel Eisen, by the way, das können wir dann auch noch mitnehmen. Aber die Frage ist, wo die Höhle ist. Ja, das ist jetzt schwer zu erklären.
Da, wo die ganzen Dorfbewohner schreien, die sind nämlich alle hier unten mittlerweile. Sehe dich gerade da unten. Hi. Oh, ich war gerade irgendwie so ein bisschen. Hat das hier, konnte ich mich gerade kurz nicht bewegen. So. Hier hatte ich doch. Hier war ich doch schon damals unten. Hier habe ich doch extra so eine Erdetreppe runter gemacht. Du hättest Ich? sogar, ja, du, guck mal, hier hättest du ganz leicht wieder hochgehen können. Oh. Das habe ich gar nicht gesehen. Ja, jetzt hast du hier die Erde weggekloppt. Nee, da habe ich gar keine Erde weggekloppt. Nee. Nee, ich habe die von hier hinten geholt. Ach so. Ja, dass hier ganz viel Eisen ist, wusste ich auch. Ja, okay, komm. Alter, hier sind ja richtig viele Dorfbewohner. Die sind so dumm, Ja, dass sie da sag alle ich. reingefallen sind. Aber blöd nur, wenn wir dann keine mehr im Dorf haben. Dann musst du dieses blöde Loch zubauen, damit die restlichen noch oben bleiben. Ja, und dann müssen wir wieder Türen bauen, damit die da geil werden. Rummachen. Ja, aber es hat noch keiner in die Kommentare geschrieben, ob das wirklich stimmt. Dann müssen wir wohl doch Ja. mal googeln. Aber hier ist schon eine Menge Eisen, also das ist gut. Wenn wir jetzt hier wirklich immer so viel Eisen finden, dann ist die Frage, ob wir uns nicht dann irgendwann mal Eisengeräte. Hast du hier gerade was gegessen oder hat hier der Dorfbewohner gerülpst? Also ich weiß nur, dass ich hier beim Essen nicht rülpse und ich habe nichts gegessen. Danke der Nachfrage. Also, es kann sein, dass sie gerülpst haben. Keine Ahnung. Also ich habe nicht gerülpst, ich habe auch nicht gegessen. Irgendwas rülpst hier die ganze Zeit. Alter, hier geht's so weiter, ne? So richtig im Schatten, da kommt so Wasser her und ist so richtig neblig. Das sieht so richtig creepy aus. Ja, vielleicht ist das ja auch mal eine Erkundung wert. Ah, da bin ich mir nicht ganz so sicher. Aber was wir machen könnten, um ins Dorf einige Dorfbewohner zu kriegen. Wir bauen das Dorf einfach hier unten. Das wäre natürlich eine Möglichkeit. Irgendwie stehen diese Dörfer allgemein immer an komischen Orten. Dann grabe ich mich jetzt hier erstmal wieder hoch. Hab dich ja wohl schon gerettet. Mit der Antwort, dass da eine Treppe rausführt. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass mein Charakter die ganze Zeit rülpst. Was machst du denn, dass der rülpsen will? Ja, weiß ich nicht. Da kann ich mir gar nicht vorstellen, dass dein Charakter rülpst. Macht aber die ganze Zeit. Rülpsende Timme. Also ich weiß nur, ich bringe jetzt 30 Eisen nach Hause. Ja, das ist doch schon mal. Eine Das ist doch schon mal Ausbeute. gut. Das ist nicht schlecht. Dann tue ich die mal schnell in den Ofen. Dann kümmere ich mich,
weiter um die Treppe. Die noch so ein bisschen, noch so ein Feinschliff benötigt. Och Junge, wieso rülpst denn die ganze Zeit so burp? Aber wenn sich das noch so burp anhört, dann könnte das durchaus ein Dorfbewohner sein. Geben die nicht solche komischen Laute von sich? Das hört sich halt genau wie dieses Geräusch an, wenn man sich einmal satt isst. Dann kommt da auch immer dieses Rülpsen. Ja, das habe ich ja nie Ja. gehört. Das ist mir jetzt aber neu. Also ich meine schon. Das kann sein. Also ich habe sowas noch nie wahrgenommen. Aber das Haus ist eigentlich echt schön geworden. Ja, das stimmt. Habe mal so geguckt, wie wir diese Aufteilung angehen könnten. Müsstest du dir nur einmal anschauen. Bist du im Haus? Ja. Okay, dann komm ich auch mal rein. Also wenn das jetzt bloß so als Mauer wäre für jeden sein Zimmer dann. Ja, und hier in der Mitte ist so das Treppenhaus. Würde Ja, ich geh aber aus mal. Stein machen. Ja, aber. Schauen, gehen wir erstmal nach oben, ob dir die Treppe gefällt. Ich habe jetzt nichts an der Treppe auszusetzen. Bin ich gut so. Ja, es gibt sicherlich so Sachen, die jeder für sich selber machen. Aber ich finde die Aussicht aus den Fenstern ganz gut. Ah, So, beim Dunkeln sieht hier, man guck jetzt mal, du halt hier nichts. hast so einen schönen Meerblick. Naja, wir haben ja diese Wohnungsaufteilung ja noch nicht gemacht. Ich dachte, wir machen das so. Unsere Betten unten, die stehen ja auch Ja, schon so. können wir gerne so Wäre eigentlich machen. so das Leichteste. Also soll ich da hier schon diese Raumaufteilung machen? Ja. Müssen wir nur gucken, wie sich das dann hier mit den Fackeln verhält. So, dass du dann hier eine Fackel hin bekommst, dann kommt hier noch eine hin. So, dann müssen da nur noch Türen rein. Und hier Ja. oben aus Holz dann. Ja, auch hier aus Holz. Hast du noch Fackeln? Eine. Kannst du. Ach nee, dann behalt die mal.
Draußen läuft der Innerman rum. Ich finde, das Haus sieht richtig gut aus. Und wir haben Ja, Schaf im finde ich Garten, soll auch. ich's töten? Kannst du gerne machen. Aber irgendwie ist meine FPS-Rate, die sinkt kontinuierlich, ey. Bei mir, ich habe immer so 40. Jetzt habe ich nur noch ein bis zwei. Weil Ja, und das. das läuft ja jetzt gar nicht mehr. Alter, du bist es eben so in Sekundenschritten nach unten gegangen. Naja, ich würde sagen, dann ist die Folge beendet, wenn das jetzt so anfängt zu laggen. Ich glaube, die Zeit ist Ja. jetzt sowieso Stimmt, erreicht. das kommt auch dazu. Ja, ich hätte sonst die Folge demnächst auch beendet. Aber alles klar. Gut. Schön, dass ihr wieder reingeschaltet habt. Ich hoffe, und wir hoffen, es hat euch wieder gefallen. Und ja, wir sind auch froh, dass wir in dieser Folge also das Haus soweit fertig gemacht haben. Wenn es euch gefallen hat, abonniert uns oder liked die Folge. Da freuen wir uns immer sehr drüber. Ansonsten könnt ihr auch irgendwelche Vorschläge in die Kommentare schreiben. Oder Wünsche und wir gucken, was sich dann so machen lässt. Und ja. Bis zur nächsten Folge. Haut rein. Ciao. Alter, ich habe keinen.